Moin, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 und wir zocken weiter im Karrieremodus und wir stehen vor einem ganz, ganz wichtigen Spiel und zwar geht es gegen Inter Mailand und wie ihr hier sehen könnt, liegt Inter Mailand einen Punkt vor uns in der Champions League Tabelle, weil wir gegen Inter Mailand, genau, verloren haben im Hinspiel und das war sogar deftig, ich glaube 3-1. Da müssen wir auf jeden Fall uns diesmal steigern. So, Nationaltrainer Offerte Belgien, nö, Medienvertreter, ja, nö, interessiert mich auch nicht. Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ich werde meine Bestes geben, Trainer. Jo, das finde ich mal sympathisch. Vidal bedankt sich dafür, dass er so oft in der ersten Mannschaft stehen darf, wo andere sich beschweren, dass sie, ja, warte mal, Moment. Erstmal kurz abbrechen. Wo andere sich beschweren, dass sie nie in der ersten Mannschaft stehen. Oder beziehungsweise die werden sogar manchmal eingewechselt und sich trotzdem beschweren. An meiner Situation hat sich nichts geändert, Trainer. Ich möchte daher den Verein verlassen, um an einen anderen Ort meine Karriere fortzusetzen. Boah, Ikarius, ich habe dich doch gerade erst eingesetzt im letzten Spiel oder so. Oder ja, so lange ist das noch nicht her. Also, er kann ruhig mal ein bisschen die Füße stillhalten, der alte Ikarius. Aber ich glaube, ich habe ihm Stammposition versprochen. Die hat er halt irgendwie gar nicht. Aber dass er so rumnerven muss... Naja, wir geben ihm mal die Chance. Er ist sogar gestiegen auf 85. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Dembele spielt mal wieder von Beginn an für Coman, der schon ein bisschen schwach auf der Brust ist. Rafinha spielt voll... Oh, für Sanchez. Sanchez ist so gut. Den kann ich... Auf den kann ich nicht verzichten. Wirklich nicht. Wenn ich Rafinha bringe, dann für Dahoud. Machen wir es mal. Und Boateng ist... Nee, Hummels ist ein bisschen kaputt. Was ist denn mit Boateng? Ach, der ist rot gesperrt, der gute Kollege. Da machen wir das mal anders. Machen wir mal Varane von Beginn. Und ja, der Rest bleibt erstmal so. Der Rest bleibt erstmal so, ja. Spielen. Top-Mannschaft. Also mir gefällt die Truppe richtig gut. Auch vom Spielerischen passt das gut zusammen. Kann ich mich nicht beklagen, meine Freunde. Ich habe, was die Transfers angeht, in meinen Augen nichts verkehrt gemacht. Die Transfers sind alle wie erhofft eingeschlagen und machen eine gute Arbeit. Der einzige Fehltransfer, den ich hatte, war Batshuayi, ne? Und den habe ich auch schon wieder verkauft. Oh, Zuckerpass. Ah, schlechter Schuss von Dembele. Schlechter Schuss von Dembele. Die Chance war natürlich schön, hat schön herausgespielt. Na, ich kriege nicht den Spieler, den ich gerade haben will. So, schön rüber. Hätte auch mal ein bisschen doller sein können, der Pass. Ah, er sollte auf Dembele, nicht auf Griezmann, die Flanke. Hier kann sich Martial nicht durchsetzen. Und dann ziehen sie direkt von dort hinten ab, ey. Das ist ja schon ein wenig lächerlich. So, dann wollen wir mal in Richtung gegnerisches Strafraum. Komm, setz dich durch! Ah! Sanchez. Wegen solchen Situationen habe ich ihn drin, weil der selbst in so einer Situation, wo der vermeintlich viel zu weit hinten ist, noch was draus machen kann. Und der Schuss war gar nicht schlecht. Ich glaube, es war Weigel. Ja, guckt euch den Schuss mal an. Warte mal. Der kommt nämlich noch runter. Und der wäre genau in den Winkel geflogen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Weigel. Altes Schlitzohr. So. Nein, nein. Den habe ich drin gesehen. Da hat sich Alaba so schön durchgesetzt. Ich dachte, der fällt hinten rein. Schön. Und da ist das Tor. Es ist Rafinha mit einem schönen Flachschuss. Zack. Mittendurch, alle durch. Der Bruder von Thiago Alcantara.
Nicht der Rafinha, meine Freunde. Nicht der Rafinha von Bayern. Der hat genau gepasst. Alter Verwalter. So kann man's machen. Aber gut, wer die Alcantara-Gene hat, der kann ordentlich zaubern. Das ist nichts Neues. Schön. Oh. Nein! Oh, wer rechnet denn damit, dass ich den Ball wieder bekomme? Ich war schon im Tackling. Ich habe sogar noch am Ende auf X gedrückt, um den Ball zu passen, aber das war dann irgendwie zu spät. Wow. Das hätte auch ins Auge gehen können. Da hätte auch der Gegner sich überlegen können. Jo, nehme ich den doch. Oh, der Verteidiger passt auf, aber Griezmann setzt sich da schön durch und zieht ab. Ja, also bisher spielt hier nur eine Mannschaft und das sind wir. Jetzt machen wir mal wieder eine flache Ecke. Oh, der geht auch nicht rein. Aus flachen Ecken habe ich echt oft... Kann ich echt oft eine gute Chance draus kreieren. Oh, fuck. Was da wieder für ein Getümmel war. Also da... Ich dachte schon, ich komme da noch zum Schuss. Stark von Griezmann. Shit. Das war nicht so schön. Fallen wir auf den Konter rein? Nö. Nicht wirklich. Ja, stark. Weigel. Nein, fuck. Da hat sich Martial leider nicht vernünftig freigelaufen in der Situation. Shit. Stark von Varane. Der geht jetzt mal mit nach vorne. Schöner Ball auf Griezmann. Boah, schlechter Schuss von Weigel. Da muss man mehr draus machen. Da muss man mehr draus machen. Tut mir leid, Weigel. Aber im Schießen muss man nochmal üben. Vielleicht sollte ich im Training mal beim Schießen einsortieren. Der war ganz schwach von Sanchez. Das hätte ich wissen müssen, dass der nicht so nicht funktioniert. Aus meiner jahrelangen FIFA-Erfahrung. Oh, wieder stark von Alaba. Und hier kombinieren wir uns nochmal. Shit. Zwei Abwehrspieler waren einer zu viel. Und das wird... Wir gehen in die Halbzeit. Mit einer Führung ist okay. Hätten allerdings höher führen können. Also da wäre mehr drin gewesen. Griezmann kommt im Sturm. Coman kommt im Sturm, sorry. Der ja immer nochmal für eine Offensive gut ist. Und im Mittelfeld bringen wir für... Sanchez der Hut. Und dann setzen wir das Spiel mal fort. Pass raus auf Dembele. So. Ah, das war nix. Das war nix. Das war nicht gut gemacht. Aber Dembele presst. Er presst. Shit. Der war von mir geblockt. Somit gibt es Einwurf für die Gegner. Für Einwurf für Inter. Jo. Hallo? Nee, das Feige zu spät. Ah, starkes Ding von Varane. Jetzt nicht auf den Füßen stehen hier. Na, Rafinha, kriegst du den noch zurück? Nö. Also damit hat sich Karius gerade mal nicht empfohlen. Das war ja mal eine ganz böser Pass ins Mittelfeld. Ah, schade. Ich krieg jetzt gerade keine guten Situationen mehr hin, weil meine Spieler nicht mitlaufen. Die kommen nicht mit nach vorne. Aber wo soll das denn Foul gewesen sein? Sorry, aber für mich war da kein Foul.
Und hier haben wir Dembele. Mit einem schlechten Pass. Süle. Mit einem guten Positionsspiel. Jetzt müssen wir mal wieder ins Kombinationsfußball, ins Kombinationsspiel reinkommen. Und? Boah, er hält wieder. Für mich war das ein sehr guter Schuss. Scheiße, dass der da schon wieder gehalten hat, der Keeper. Ja. Waran ist halt ein Verteidiger, ne? Mehr brauche ich dazu wohl nicht sagen. Also das war ja mal grandioser Fehlschuss. Obwohl er in einer echt aussichtsreichen Position da an den Ball gekommen ist. Ja, Waran, schon mehrere solche Situationen in diesem Spiel. Das ist ganz stark. Nein, und der Pass wird geblockt. Ich hätte den hinten auf die... Ich hätte hinten Martial geschickt, der wäre durch gewesen. Ich bin mir sicher, der wäre durch gewesen. Und ich habe gerade gepasst. Und der Pass kam aber nicht mehr. Ja. Shit. Der Pass war nicht gut gespielt. Da hätte man, den hätte man deutlich besser spielen können. Aber das Kombinationsspiel kommt langsam wieder in Fahrt. Nee, das war mal ganz schlecht. Ich weiß nicht, was das sollte. Keine Ahnung, was er sich dabei gerade gedacht hat, der Dahoud. Der ist auch völlig von der Rolle, seitdem der drin ist. Also da geht gar nichts. Aber zum Glück haben wir hinten Waran, der richtig gut aufpasst. Was war das denn schon wieder? Wieder Dahoud. Also der ist ganz schwach nach seiner Einwechslung. Ich weiß nicht, was der da macht. Aber die linke zentrale Mittelfeldposition liegt ihm irgendwie nicht. Und Alaba gewinnt da hinten jedes Kopfballduell. Foul. Egal. Egal. Wir haben gewonnen. 1-0. Das ist, was zählt. Und somit sind wir wieder Tabellenführer in der Gruppenphase der Champions League. Und das mit 10 Schüssen zu 2 und 5 Schüsse aufs Tor zu 1. Das war eine souveräne Leistung. Bloß der Keeper hat einfach viel rausgepoolt. Das muss man ihm wirklich lassen. Und somit ist das Ergebnis nicht höher geworden. Können wir einmal hier das Training machen. Wen nehmen wir nochmal dazu? Wer fehlt? Weigel fehlt. Den wollten wir das Schießen nochmal beibringen, den Weigel. Weil das ja nicht so ganz funktioniert bei ihm. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas bei empfohlen? Haben wir da überhaupt irgendwas, wo er mal schießen lernt? Torvorlagen? Präzisionspass? Flügelwechsel? Nö, gar nicht, ne? Schuss muss schon gekonnt sein. Fernschüsse. Ja, hier, ne? Oder was? Geben wir ihn mal die Chancenverarbeitung. Oder Fernschüsse. Fernschüsse. Es sind meistens Fernschüsse, wenn er schießt. So. So, Sanchez hat sich wieder gesteigert, ist jetzt schon 83er. Im Durchsetzen, ey, der ist so hart im Durchsetzen. Ballkontrolle, Dribbling, Ausdauer gehen einfach nur ab bei ihm. Die habe ich so hoch gepusht. Genauso bei Coman ist es auch schon sehr, sehr gut in den Werten. Pressekonferenz, Sperre abgelaufen. Jerome Boateng kann ihn wieder eingesetzt werden in der Champions League. Und ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.